Hallihallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Ich bin die Kathi von der Einfrau-Fitnessfirma Dondofit und ich sage wunderschön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und zwar möchte ich euch heute mal ein bisschen was von meinem kommenden Vortrag erzählen. Der Vortrag wird heißen Intuitiv essen mit Bewusstheit zum Wohlfühlesser. Und warum mich das Thema so fasziniert und ich so begeistert davon bin, das möchte ich jetzt erzählen. Und zwar haben in meiner Brust wirklich lange Zeit zwei Herzen geschlagen. Auf der einen Seite das Herz für mich und meine Begeisterung für den Sport, für Fitness, für gesunde Ernährung, für Gesundheit im Allgemeinen, für den menschlichen Körper. Und auf der anderen Seite mein Herz für mich als Köchin. Und zwar eine Köchin, die was am liebsten jeden Tag neue Rezepte ausprobiert. Seien es traditionelle Pinzgauer Gerichte, Mehlspeisen, aber natürlich auch Gemüsegerichte, Asiatisches. Einfach alles, was schmeckt. Und ich habe lange Zeit geglaubt und ich denke, dass ganz viele Leute da draußen auch so geht, dass die zwei Herzen niemals miteinander schlagen können. Heute weiß ich Gott sei Dank, dass das so nicht richtig ist. Man kann nämlich sehr, sehr wohl auf der einen Seite sportlich, fit, gesund, schlank sein und auf der anderen Seite total entspannt und genussvoll essen. Einfach alles ausprobieren und ohne strikte Ernährungsregeln leben. Bei mir persönlich hat es nämlich einen gewissen Wendepunkt in meinem Leben gegeben. Das war bei meiner wahnsinnig interessanten Ernährungstrainer-Ausbildung und da ist mir erst so richtig bewusst worden, wie wahnsinnig genial und wie wahnsinnig gescheit unser Körper ist. Und der Körper, glaubt mir eins, der weiß ganz genau, wann, wie viel und was er zum Essen will. Das Einzige, in Anführungsstrichen, was wir da messen, ist auf ihn zu horchen. Einzige in Anführungsstrichen, weil das natürlich gar nicht einmal so einfach ist, auf sich selbst zu horchen, bei dem ganzen Überfluss, den wir heutzutage zum Thema Ernährung kriegen. Sei es in Form von Ratgebern, in Form von Diät- und Ernährungstrends oder aber auch sei es in Form von unseren eigenen Gewohnheiten, unsere eigenen Glaubenssätze. Wie gesagt, das ist gar nicht so einfach, sich dabei selbst zu fragen, was schmeckt mir eigentlich, was tut mir eigentlich gut, was benötigt mein Körper. Und genau das bedeutet intuitiv essen. Nämlich mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit seinen eigenen Körper mit Achtsamkeit und mit Genuss das zu geben, was er benötigt. Klingt das für dich interessant? Und hast du auch, ich würde fast mal sagen, die Schnauzen voll, dass du jeden Tag neue Meldungen rund ums Thema Essen kriegst, was du sollst und was du nicht sollst? Und hast du auch genug von dem, dass du jeden Tag andere Dinge von der Medienwelt zum Hören kriegst, wie du zum Ausschauen hast? Dann schau auf jeden Fall da vorbei bei meinem intuitiv Essen mit Bewusstheit zum Wohlfühlesser Vortrag und dann kannst du auch mit ganz viel Bewusstheit, mit ganz viel Dankbarkeit deinem Körper gegenüber zum Wohlfühlesser werden und ganz nebenbei noch das optimale Gewicht erlangen, was für deinen Körper, wie gesagt, optimal ist. Schreib mir mal vielleicht mal drunter in die Kommentare, was du zu dem Thema hältst. Ich freue mich wahnsinnig auf alle, die dabei sind bei meinem Vortrag. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.